Ey, yo Leute, was geht ab? Ich habe das gestern on-stream gemacht. Und zwar die besten Reworks, die Riot rausgehauen hat. Das Ganze ging tatsächlich eine Stunde, weil ich auch noch sehr lange mit dem Chat ein bisschen diskutiert habe und so. Ich dachte mir, komm, mache ich das Ganze einfach nochmal neu. Nur für YouTube. Vielleicht können wir daraus sogar ein Format machen. Tierlisten Montag oder sowas. Wo wir verschiedene Sachen durchgehen. Ja, keine Ahnung. Die sexiesten Frauen in League of Legends. Die männlichsten Männer in League of Legends. Die mächtigsten Charaktere und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt aber erstmal die besten Reworks durch. Und Leute, ich will hier einige Regeln festsetzen. Erstens, es gibt einen Unterschied zwischen einem Gameplay-Update und einem Rework. Ja, darüber habe ich ganz lange mit dem Chat diskutiert. Mal als Beispiel, Ezreal hat ein Gameplay-Update bekommen, als man seine W gechanged hat. Ja, das ist kein Rework. Diana's E und R wurde ausgetauscht, das ist ein Gameplay-Update und kein Rework. Ja, damit ihr das kurz einmal versteht, es gibt Visual-Updates, es gibt Gameplay-Updates und dann gibt es Visual-Gameplay-Updates. Und erst ab dem Moment, wo ein Champion ein Visual Gameplay Update bekommt, zähle ich ihn als Rework. Ja, diese Liste ist so oder so subjektiv. Jeder wird die Bewertung hier anders sehen als ich. Und ja, Leute, fangen wir dann auch immer einmal an. Hier könnt ihr kurz meine Kriterien sehen, auf die ich achten werde. Wie smooth ist das Kit? Wie balanced ist das Kit? Ganz wichtig, Leute, mit balanced achten wir nicht auf Nummern. Mit balanced achten wir einfach nur darauf, okay, ist dieses Kit healthy? Kann ich damit arbeiten? Ja. Visuelle Präsentation, natürlich, ne, sowieso. War das Rework notwendig? Und ist die Champion Identity noch erhalten geblieben? Ja, das sind alles Punkte, auf die wir hierbei achten oder auf die ich achten werde. Leute, nochmal wichtig, das ist meine Meinung. Ihr könnt eure haben, die Liste ist so oder so subjektiv. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr ja die Champions selbst in den Kommentaren einkategorisieren oder sowas. Und falls ihr weiter Bock haben solltet auf Tierlisten-Montag, ich sag jetzt mal Tierlisten-Montag, keine Ahnung, schreibt rein, wovon ihr eine Tierliste haben wollt. Ja, es muss vielleicht nicht nur unbedingt League sein. Und dann liked euch gegenseitig hoch und dann schauen wir mal nach. So, Leute, den Start machen wir mit Mordekaiser. Ich packe nicht die CD rein, ich packe ihn erstmal nur irgendwo rein. Ja, wenn wir uns Mordekaiser mal gucken, wie smooth ist das Kit? Also ich muss schon sagen, Mordekaisers Kit synergiert schon ganz cool ineinander rein. Ihr macht EQ, Ortec, bam, direkt Ulti hinterher. Könnt dann auch dem Gegner hinterherlaufen. Es ist ein bisschen robust, sag ich mal. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass er ein Juggernaut ist, ja. Das heißt, er muss sich ein bisschen kantig anfühlen, sag ich mal. Von daher kriegt er dort ein Plus für mich. Wie balanced ist das Kit? Leute, wie gesagt, wir achten nicht auf Nummern. Ich finde tatsächlich diese Magic Pen, die er hat aus seiner E, ist etwas sehr stark im Vergleich zu dem, was andere Juggernauts haben. An sich finde ich sein Kit aber schon gebalanced. Wenn er euch combot, ist er ein Juggernaut, er ballert euch weg. Seine Ulti kann sich unfair anfühlen, aber es gibt Counterplay mit der QSS. Und ihr könnt ihn natürlich auch in seiner Ulti töten oder es dort überleben mit einem Hourglass oder sowas. Das ist schon machbar, ja. Also ich finde sein Kit völlig gebalanced, dafür kriegt er einen Plus von mir. Visuelle Präsentation, Leute. Also ich muss sagen, visuell sieht Mordekaiser sehr geil aus. Sehr satisfying. Leute, wir gehen hierbei aber auch nicht von Skins aus, wollte ich nur mal so gesagt haben. Sonst wäre das unfair für einige Champions, ne? Wenn dann wirklich diese E macht und dann diese Klaue kommt, die euch greift, er dann eine Kuh drauf haut und ihr im Death Realm seid, sieht das sehr cool aus. Bei der visuellen Präsentation kriegt er auf jeden Fall einen Doppelplus von mir. War das Rework notwendig? Und Leute, falls ihr lang genug spielt, der alte Mordekaiser war sehr toxisch. Hier kriegt er ebenfalls einen Doppelplus von mir. Champion Identity. Wir haben hier immer noch diesen Metal Man oder sowas, der euch wirklich versucht runterzulaufen. Und dann auch wirklich diese Identity auch sehr schön im Gameplay wiederbekommt mit seinem eigenen Death Realm. Wirklich sehr cool. Bei Mordekaiser war ich mir gestern, glaube ich, auch nicht ganz sicher, ob ich ihn ins S oder ins S Plus Tier reinpacke. Ja, ich hab die Liste von gestern gar nicht mehr im Kopf. To be honest. Ich würde ihn aber tatsächlich ins S Tier reinpacken. Es ist ein wirklich sehr gelungenes Rework. Leute, wie gesagt, wir achten nicht auf Nummern. Ich finde, das Kit auch nach den ganzen Nerfs, die er reinbekommen hat, also wenn wir jetzt doch nochmal auf Nummern achten, relativ okay, relativ gebalanced. Ja, es gibt auch genug Möglichkeiten, darauf zu antworten. Er ist einfach ein sehr... Ich sollte mal die Liste, die ich heute mache, mal mit der mit gestern vergleichen. Weil gestern habe ich mich auch noch mal ein bisschen vom Chat mit beeinflussen lassen. Ja. Okay, Leute. Nunu. Nunu ist ein sehr interessanter Chat. Wie smooth ist das Kit? Leute, sein Kit ist astro-smooth. Ne, ihr rollt da mit dem Schneeball an, ihr macht dann eure W, er ist im Snare, könnt dann Ulti hinterher poppen und so weiter. Die Kuh fühlt sich auch sehr cool an, gerade auch wenn man normal Minions futtert und so. Wirklich sehr schön. Wie balanced ist das Kit? Also ich kenne niemanden, der sich über Nunu beschwert.
Vielleicht jetzt im Moment gerade, weil man ihn auch in der Midlane spielt und es was Neues ist, von mir aus. Aber niemand kann mir sagen, dass sein Kit unbalanced ist. Never. Es ist ein sehr simples Kit. Es ist ein dementsprechend gutes Kit. Also simpel heißt nicht immer gut, aber ich habe nie gesagt, oh scheiße, er geht an Nunu, oh ist der unfair. Ja. Visuelle Präsentation. Leute, also ich finde, Nunu sieht astro sexy aus. Natürlich, ihr dürft nicht vergessen, bei visueller Präsentation, ja, man muss ja mal gucken, womit muss man arbeiten? Was ist meine Source, mit der ich arbeite? Ja. Und natürlich kannst du aus einem Schneechampion jetzt nicht irgendwelche Schneedrachen rausholen oder was weiß ich auch, wenn das irgendein Typ ist, der auf einem Yeti reitet. Ja. War das Rework notwendig? Hier bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob es Astro notwendig war. Bei dem alten Nunu war es quasi nur ein bisschen W-Bot. Mehr war es nicht. Und du hast versucht, den gegnerischen Jungler nutzlos zu machen, wie dich selbst auch. Deswegen gibt es hier nur ein Plus von mir und die Champion Identity. Wir haben hier immer noch unseren alten Nunu, nur mit einigen schönen neuen Twists. Ja, die Ulti ist immer noch recht gleich. Die Q ist immer noch recht gleich. Die E, er hat nochmal ein bisschen mehr Skill Cap reinbekommen. Ja, es ist sehr schön. Doppelplus, Leute. Nunu, es geht für mich in die S-Plus-Kategorie rein. Wenn man bedenkt, mit was Riot arbeiten muss oder der Typ, der es gereworked hat, hat er hier wirklich alles korrekt gemacht. Also das hier ist wirklich ein sehr schönes Rework. Irelia, meine Damen und Herren. Ich könnte schwören, ich habe mich gestern im Stream deswegen gestritten. Und ich glaube, wegen dem Irelia und Evelyn, wenn ich mich nicht irre, ist das S-Plus-Tier erst gekommen. Ja. Wie smooth ist das Kit? Leute, Irelia fühlt sich astro-smooth an. Wie balanced ist das Kit? Hierbei ist ganz wichtig, ich finde, Irelias Kit an sich ist gebalanced. Hier klare Stärken, klare Schwächen. Ey, wenn sie ihre Passive voll gestackt hat, dann müsst ihr aufpassen und so weiter. Es fühlt sich für einige aber wahrscheinlich unbalanced an. Das liegt aber daran, dass Conqueror und Borg existiert und sie einer der besten Abuser davon ist, in Kombination mit ihrer Passive. Mittlerweile finde ich, ihr Kit ist sehr gebalanced. Es ist kein Problem. Klare Stärken, klare Schwächen. Ihre Passive, ihre E können wir dodgen, ihre Ulti können wir dodgen und dann fehlt ihr auch nochmal sehr viel Power. Das, was sie stark macht, wo einige sagen würden, Digga, Sylphie, sie ist doch nicht balanced, Digga. Liegt wirklich daran, dass Borg existiert, dass Conqueror existiert, dass ihre Passive damit sehr schön synergiert und dass sich deswegen unbalanced anfühlt. Ja, ich achte nur auf sowas. Das ist Wissen. Visuelle Präsentation. Hier kriegt sie tatsächlich nur ein Plus von mir. Denn das ist ein bisschen schwer. Visuell sieht sie sehr cool aus. Ne, sie kriegt einen Doppelplus. Sie kriegt ja einen Doppelplus tatsächlich von mir. Ja, weil wir dürfen nicht vergessen, womit musste Riot arbeiten. Ja. Und es float sehr schön. Es ist sehr schön fürs Auge, sich eine gute Irelia anzugucken. Mit dem ganzen Rumgedash und so. Kriegt Doppelplus von mir. War das Rework notwendig? Hier kriegt sie ein Minus. Die alte Irelia, hätte sie früher oder später ein Rework gebraucht? Natürlich, Leute, ne? Dagegen will ich jetzt nichts sagen. So. Aber sie ist nicht in der Kategorie wie andere Champions hier, wo ich sagen würde, okay, das Rework war unbedingt notwendig. Die alte Irelia könnte man heute immer noch spielen. Das würde kein Problem machen. Das würde gar nicht auffallen. Ja, deswegen kriegt sie hier eher ein Minus von mir. Champion Identity, hier würde ich ihr tatsächlich Triple Plusse geben. Ja, aber wir haben immer noch den alten Champion. Also wir haben den alten Champion und den weiter aufgebaut im Vergleich zum alten. Denn jetzt habe ich wirklich diesen Blade Mage, sag ich mal, ne, diese Klingtänzerin, weswegen sie hier ein Doppelplus von mir bekommt. Aber, ob das, wie gesagt, ich würde hier sogar Doppelminus geben, tatsächlich. Das Rework war nicht unbedingt notwendig, oder ist jetzt subjektiv. Deswegen geht sie für mich ins S-Tier rein. Ein sehr schönes Rework, ein sehr gelungenes Rework, aber nicht, dass ich sage, okay, perfektes Rework. Ja. Gangplank, meine Freunde. Ja, Gangplank ist hier ein sehr interessanter Fall. Wie smooth ist das Kit? Keine Frage, Leute, Doppelplus. Die Baron Mechanic ist wirklich sehr schön. Du kannst den Gegner damit outplayen. Du kannst dich auch selbst outplayen. Also, beziehungsweise der Gegner hat auch Counterplay. Du kannst die Baron verkacken. Der Gegner kann die Baron kaputt machen. Es float alles sehr schön ineinander rein. Wie balanced ist das Kit? Doppelplus für mich. Gangplank hat klare Stärken, klare Schwächen. Er kann gestompt werden. Er kann auch Lane stompen. Er kann auch gut halten. Seine Ulti hat einen sehr hohen Cooldown dafür, dass sie wirklich, also seine Ulti stark, ja. Hat aber auch dementsprechend einen relativ hohen Cooldown. Das passt. Visuelle Präsentation. Natürlich, Leute, wieder die Frage, womit muss ich arbeiten? Geht hier für mich auch in eine Doppel-Plus-Richtung. Ja, die Keks sehen cool aus, wenn sie explodieren. Und sonst, Leute, er schießt mit einer Knarre. Was soll da kommen? Nochmal so ein richtiger Bumm-Effekt oder was? Wobei es cooler wäre, wenn er crittet, dass es dort nochmal so eine extra, so eine coolere Explosion geben würde, weil ich glaube, er
geht er kurz so in der Hocke und macht dann so mit der Hand und dann schießt er. Aber an sich, wie das wirklich sehr schön ist, war das Rework notwendig. Das Problem beim alten GP war, wenn ich mir jetzt den jetzigen angucke, tatsächlich nur die Ulti. Ja, die Ulti war sehr random. Random im Sinne von, wohin die Kugeln hinkommen. Wir haben ja jetzt immer Wellen, die quasi kommen. Ja, das ist der Hauptpunkt, der geändert worden ist. Seine E wurde auch nochmal geändert. Davor war die alte GP E so. Ich glaube, er hat sich selbst AD und Movement Speed gegeben, wenn ich mich nicht irre. Und wenn er auf E drauf drückt, kriegt es dann jeder, sodass er nochmal so ein klein wenig ein Buffer ist oder so. Rein in Bezug auf das, was die Ulti gechanged hat, war das sehr stark. Ich bin mir hier aber nicht ganz sicher, ob ich ihm ein Plus gebe oder ein Meh-Zeichen. Deswegen würde ich das offen lassen. Champion Identity ist aber immer noch geblieben. Wir haben immer noch unseren Pirat aus Bilgewater, der immer noch seine Orange frisst. Ja. Ich bin mir hier echt nicht ganz sicher. Ich bin jetzt auch ein bisschen biased, wahrscheinlich, weil ich GP spiele. Aber er geht für mich eher ins S-Plus-Tier rein. Allein schon aus dem Grund, dass sein Kill, dass alles andere ist ein Doppel-Plus. Ja. Leute, ihr dürft nicht vergessen, diese Liste ist sehr subjektiv. Ist meine Meinung. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen biased. Ob das wirklich notwendig war, ist halt ein bisschen schwieriger immer zu sagen. Ich habe den alten GP auch sehr, sehr, sehr viel gespielt. Der alte GP war ein Stat-Check. Wenn er bessere Stats hat als ihr, Rechtsklick Q, gib ihm. Mehr gab es da nicht. Oh, warte mal, dann kann ich ihm tatsächlich ein Plus geben. Ich hasse Stat-Check-Champions. Warwick. Wie smooth ist das Kid? Doppelplus. Keine Frage. Es kombot sehr schön ineinander rein. Man kann die Wehr machen, auf den Gegner zu laufen. E anmachen, durch und durch Kuhn. Dann E, dann Ulten. Sehr cool. Wie balanced ist das Kid? Leute, Warwick ist völlig fein, Mann. Er kann snowballen, er kann auch behind fallen. Ich finde, Warwick ist völlig fein. Visuelle Präsentation. Gerade wenn man die, als Gegner die Wehr auf dem Kopf hat und weiß, okay, er riecht mich und so. Und dann diese Blutspuren kommen, wenn man Warwick selbst spielt. Doppelplus. War das Real notwendig, Leute? Doppelplus. Champion Identity, Doppelplus. Ich glaube, es... Vielleicht sagt da einer, okay, Warwick ist S-Tier, ja, aber nicht S+, aber er ist auf jeden Fall im S-Bereich. Meiner Meinung nach, Leute, geht Warwick ins S+-Tier rein. Evelyn, wie smooth ist das Kid? Hier kriegt sie ein Plus von mir. Ja, ich find's irgendwie persönlich ein bisschen blöd, wenn Assassins immer preisgeben müssen, wo sie stehen, ja, weil das irgendwie keinen Sinn macht. Ich sollte eigentlich belohnt werden, weil ich gutes Positioning habe und so. Deswegen ist das für mich ein... Ne, warte mal. Nein, smooth ist es schon. Balance kriegt sie aber nur ein Plus von mir. Ich finde nicht, dass Evelyn selbst ein zu großes Problem ist, wenn wir rein auf das Kid achten. Sondern sie ist sehr stark, weil Riot unnötig angefangen hat, ihre Nummer zu buffen. Warum auch immer, ja. Ihre Ulti hat, glaube ich, 0,2 AP-Ratio mehr bekommen, wenn ich mich nicht irre. An sich finde ich das Kid schon recht gebalanced. Gerade auch, weil sie ein Mark abgibt, sodass der Gegner weiß, also wenn sie ihn gewählt hat, dann kommt er, gewählt hat, kommt er dieser Fall, sodass man weiß, wo sie ist. Deswegen ist es hier einfach nur ein Plus für mich. Visuelle Präsentation. Hier kriegt die, ich weiß nicht, ob ich hier ein Plus oder Doppelplus gebe. Die Ulti sieht schon sehr, sie kriegt Doppelplus von mir. Sie kriegt Doppelplus von mir. War das Rework notwendig? Doppelplus. Champion Identity, geht tatsächlich auch in eine Doppelplus-Sache, ja. Und ich bin hier ein bisschen meh, ob ich sie ins S reinpacke oder ins S+. Das ist immer so eine Sache, worüber ich mich manchmal streiten kann. Ja, wenn ein Champion gut ist, aber finde ich ihn perfekt gut. Ich würde ja sagen. Ich würde sie hochpacken. Ich würde sie tatsächlich hochpacken. Ich finde, zwischen S und S+, ist es immer sehr, sehr, sehr schwer zu sagen, wer da hinkommt. Ich vergleiche es auch echt nochmal später mit der Liste, die ich im Stream gestern gemacht habe. Fiora. Wie smooth ist das Kid? Smooth, oder? Wie balanced ist das Kid? Leute, hier kriegt sie ein Minus von mir. Hier kriegt sie tatsächlich ein Minus von mir. Max Health True Damage, den du in Anführungszeichen spam kannst, ist nie gesund. Das Hauptproblem ist aber ihre W für mich. Ja. Leute, ihr wisst, Fiora ist einer meiner Hass-Champions. Das heißt, ich bin da so oder so biased. Aber ganz einfacher Grund. Ich habe kein Problem damit, dass sie so einen mächtigen Spell hat. Ja, sie kann Summoner-Spells blocken. Damage, CC, Utility. Sie kann ich damit sogar zurückstunnen und, ne? Sie kann damit sogar ihre Vitals blocken. Aber wenn sie nichts blockt und ich trotzdem mit dieser W trifft, habt ihr einen so starken Attack-Speed-Slow und Movement-Speed-Slow drauf, dass ich das einfach nicht fair finde. Denn sie soll belohnt werden, dass sie Sachen blockt und nicht dafür, dass sie ihre Taste gefunden hat. Ja, deswegen ist sie für mich hier eher... Kriegt sie hier von mir Minus. Visuelle Präsentation, okay, das hier ist tatsächlich etwas schwer.
weil man hier wieder nicht mit viel arbeiten kann, ja. Deswegen gibt es hier nur ein Plus von mir. War das Rework notwendig? Die alte Fiora war technisch gesehen auch ein Stat-Checker, ja. Deswegen gibt es hier ein Plus von mir. Champion Identity kriegt sie hier ebenfalls ein Plus, ja. Und ich würde sie in die... Passt auf, Leute, ich packe sie in B rein. Weil es wird gleich alles nochmal etwas mehr Sinn machen für euch. Ja, ich packe sie in B rein, es wird gleich alles etwas mehr Sinn machen. Denn es wird einige Champions geben, die in die A-Kategorie reinkommen, die, für die wäre es eine Beleidigung, wenn Fiora bei ihnen mit dabei ist. Swain. Wie smooth ist das Kind, Leute? Swains Kind ist relativ smooth, finde ich. Also es ist sehr davon abhängig, dass er eine Combo landen muss und das ist seine E, ja. Aber es fühlt sich sehr cool an, E auf den Gegner zu machen, dann die W drunter zu setzen, ihn ranzuziehen und ihn dann diese Shotgun-Laserhand ins Gesicht zu drücken. Ist sehr cool. Wie balanced ist das Kind? Swain kann, also grundsätzlich her ist sein Kit nicht ein zu großes Problem. Ich finde es nicht sonderlich stark. Ich finde es nicht sonderlich schwach. Es hat klaren Counterplay. Ne? Dodge seine E, da kannst du was machen. Ich denke nicht, dass Swain ein Problem ist. Richtig. Visuelle Präsentation kriegt von mir ein Doppelplus. Ja, sieht sehr schön aus. Gerade auch, wenn er in die Ulti reingeht. Gerade auch, wenn diese Hand kommt und dann die W drunter und dann diese Shotgun-Hand. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Ja. War das Rework notwendig? Und hier, Leute, kriegt ein Meh von mir. Vielleicht sogar ein Minus. Da bin ich mir actually nicht ganz sicher. Es geht aber eher in die Richtung von Meh, weil Irelia ist actually sehr viable gewesen, sehr playable. Währenddessen Swain Stufen unter Irelia war, wenn es um die Viabilität geht. Ja, ich denke, man hätte ein bisschen weniger ändern können, um ihn auch nochmal so viable zu machen. Aber er ist nicht auf demselben Level wie die wie Irelia. Von daher kriegt er hier ein Meh von mir. Champion Identity, Leute. An dem Champion selbst hat sich tatsächlich viel geändert, ja, wenn wir uns den alten Swain im Vergleich angucken. Aber ich habe hier immer noch das Gefühl, ich spiele Swain, diesen Champion, der zum Vogel wird und dann auch wirklich damit sehr ausrastet. Es geht jetzt ein bisschen mehr in eine dämonische Richtung, finde ich okay. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich hier tatsächlich Swain spiele. Es gibt aber deswegen auch keinen Doppelplus, weil wir hier nicht den GP zum Beispiel haben, wo immer noch der alte GP sehr erhalten geblieben ist. Deswegen packe ich ihn ins A-Tier rein. Tarik, meine Freunde. Tarik, wie smooth ist das Kit? Ich habe kein Problem mit der Smoothness von seinem Kit. Kriegt einen Plus an. Ja, es ist halt sehr Ortec-lastig, deswegen schwierig zu sagen. Aber es ist sehr cool, wirklich diese Ortec zu spammen und dann Heal, Ortec und dann Heal. Wie balanced ist das Kit? Hier sind viele von ihm wahrscheinlich biased, weil man Tarik in Funnel-Comp spielt. Generell habe ich nichts gegen Tarik, wenn wir uns sein Kit in Isolation selbst anschauen. Es ist ein sehr cooles, deswegen belasse ich das hier einfach nur bei einem Plus. Visuelle Präsentation, hier kann man meiner Meinung nach nicht mit sehr viel arbeiten. Deswegen gibt es hier nur ein Plus von mir. War das Rework notwendig? Ich kann mich an den alten Tarik nicht ganz erinnern, Leute. To be honest. Deswegen ist das hier ein bisschen schwierig. Ja. Deswegen gibt es hier einen Plus von mir. Champion Identity. Er ist immer noch mein Gem Knight. Und von daher kann ich das hier lassen. Tarik kommt für mich in die... Ich könnte hier jetzt streiten zwischen B und A. Aber ich finde, Swain ist ein bisschen besser gelungen als Tarik selbst. Aber es wäre eine Beleidigung für Tarik, mit Fiora auf demselben Tier zu sein. Nee. Er kommt hoch. Akali. Kali Schmakali, Leute. Wie smooth ist das Kit? Doppel Plus. Wie balanced ist das Kit? Ja, Leute, jetzt seit den ganzen letzten Änderungen, die wir haben. Leute, wie gesagt, wir achten hierbei nicht auf Nummern. Ist das hier aber trotzdem etwas schwer. Ich gebe aber hier aber tatsächlich ein Plus. Visuelle Präsentation. Leute, ist immer die Frage, wo muss ich arbeiten? Ja, aber diese ganzen Flick-Flacks und so, die sie macht, ist natürlich auch sehr schön fürs Auge. Gerade wenn da eine gut gespielte Akali ist, ja, kann man mal machen. War das Rework notwendig? Und das hier ist für mich ein etwas schwieriger Punkt. Akali war wirklich sehr oppressive davor, ja. Gerade auch, weil es sehr viel Point-and-Click-Gedäsche war auf einer sehr hohen Range. Deswegen gibt es hier ein Plus für mich. Champion Identity haben wir immer noch. Ich könnte schwören, ich habe Akali letztens ins A-Tier reingepackt. Ich packe sie aber ins S-Tier rein. Vielleicht sogar tatsächlich XGS Plus. Dieses Balance-Ding ist etwas, was mich tatsächlich zurückhält, sie vielleicht doch in S Plus reinzupacken. Denn sie ist, was das angeht, ein sehr schwieriger Champion. Ne? Weil wir achten hierbei ja nicht auf die Nummern. Vielleicht bin ich da biased. Ich lasse sie in S drin.
Ich lasse sie in S drinne. Sion, Leute. Wie smooth ist das Kit? Ja, ist okay. Ist völlig okay. Wie balanced ist das Kit? Es ist völlig okay. Okay. Ja, er hat ultra... ja. Visuelle Präsentation. Hier kann man nicht mit viel arbeiten. Deswegen ist das hier mal wieder ein bisschen schwer. War das Rework notwendig? Ich glaube nicht. Ich kann mich an den alten Sion... Aber waren es Deadchecker. Champion Identity. Er ist nicht mehr der alte Champion. Er ist jetzt was Neues. Ja. Deswegen gibt es hier ein Meh von mir. Vielleicht sogar ein Minus, actually. Und deswegen geht er ins B-Tier rein. Yorick. Oh, Leute, Yorick tut mir echt ein bisschen leid. Wie smooth ist das Kit? Nicht so smooth wie im Vergleich zu anderen, to be honest. Ja, du holst deine Gude raus, machst E und dann cage ihn ein und das war's. Es ist keine richtige Combo-Combo. Wisst ihr, was ich meine? Es ist schon eine Combo, aber es ist nicht sowas wie Mordekaiser mit E, Q, Ortec und gib ihm. Yorick im Vergleich wirkt dagegen sehr stumpf. Wie balanced ist das Kit? Ich hab kein Problem mit Yorick. Visuelle Präsentation ist actually fine. Ich finde, die Ghule sehen nicht ghoul-mäßig aus. To be honest, liegt aber vielleicht an mir. War das Rework notwendig? Auf jeden Fall. Champion Identity haben wir ihn immer noch. Ich würde ihn aber eher ins B-Tier reinpacken. Er passt vom gesamten Konzept her nicht so cool rein wie die beiden. Eigentlich müsste ich ein B-Plus-Tier haben, wo ich Yorick reinpacken würde. Aber er ist für mich persönlich ein B-Tier-Rework. Galio. Oh boy, Leute. Oh boy. Oh. Wie smooth ist das Kit? Leute, Galios Kit ist actually ganz smooth. Wie balanced ist das Kit? Oh, ist okay. Visuelle Präsentation. Okay, hier kann man nicht mehr viel arbeiten. Ne? Gegner Plus. War das Rework notwendig? Astro Minus. Champion Identity. Astro Minus. Galio war immer eine AP-Version von Malf. Ja, also oder eine Magie-Resi-Version von Malf. Mittlerweile ist er das gar nicht. So, klar, du hast Magie-Resi-Scalings, aber du sagst doch nicht, cool, Alter, ich hole jetzt alle Magie-Resi-Items, weil ich Galio spiele. Man geht sowas wie ein Polo-Belt, ja, dann wie ein Hourglass und dann vielleicht mal ein bisschen Mask oder so. Aber er ist nicht dieser Anti-AP-Tank-Champions. Das hier ist für mich persönlich ein Müll-Rework. Und ich packe ihn ins C rein. Ja. Poppy, Leute. Oh, okay, ich habe das Pantheon gerade gegrabt. Wie smooth ist das Kit? Astro-smooth, Leute. Wie balanced ist das Kit? Habe ich kein Problem mit. Er hat klare Stärken, klare Schwächen, klare Spikes und so. Finde ich völlig okay. Er kann sich oppressive anfühlen im Early Game. Das liegt aber dann halt immer daran, wie ihr das spielt. Ich hab mir noch nie gedacht, scheiße, ich spiele gegen Pantheon. Ja. Visuelle Präsentation. Ja, also smooth ist halt sehr schön kombomäßig, auch mit dem Fero-System und so weiter. Kann man sich einfach aussehen. Visuelle Präsentation. Sieht einfach astro schön aus. Ich glaube, bei Pantheon Rework war er der erste, wo ich gesagt habe, boah, Alter, visuell top-notch. War das Rework notwendig? Hier kann man jetzt sagen, 1 Plus oder 2 Plus. Ich sag Doppel Plus. Der alte Pantheon war einfach nur Point-and-Click Q-Spam. Mehr war das nicht. Q, 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 fertig. Champion Identity, wir haben immer noch die alten Pantheon drin. Also, ich finde, S Plus. Eines der perfektesten Reworks überhaupt. Poppy. Poppy ist schwer. Wie smooth ist das Kit? Wie balanced ist das Kit? Also, spambarer Max Health Damage auf Q, der doppelt procken kann mit dem Slow. Ja, es kombot auch nicht sehr schön irgendwie ineinander rein sein. Nur eine Möglichkeit mit EQ. Visuelle Präsentation. Okay, hier ist es wieder schwer mit den Sachen zu arbeiten, die einem gegeben sind. War das Rework notwendig? War es notwendig? Ich glaube, es ist ein Ja, ist ein Champion Identity, es ist nicht mehr der alte Champion. Wie kommt ein D-Tier rein? Soraka. Wie smooth ist das Kit? Okay, du hast eine coole Combo mit QE. Wie balanced ist das Kit? Oh, ist fein. Visuelle Präsentation, können wir nicht mehr viel arbeiten. War das Rework notwendig? Und das hier ist jetzt ein etwas schwieriger Punkt, weil Soraka sehr viele, Leben durchlebt hat, sage ich es mal so. Hier kriegt sie generell, hier bin ich mir nicht ganz sicher, hier geht es eher in die Meh-Richtung. Und die Champion Identity ist immer noch da, du hast immer noch diesen Heal-Champion, ja. Wobei das Balanced immer ein kleines Problem actually für mich ist und ich in die Meh-Richtung gehe. Einfach nur, weil sie immer mal problematisch irgendwie in Richtung Solo-Lanes geht oder so. Da muss man halt echt ein bisschen aufpassen. Ich packe sie ins B-Tier rein, vielleicht sogar C actually. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Level wie die ist. Ich müsste Fiora runterpacken, actually, wenn ich drüber nachdenke.
Nee. Ich pack Soraka hier rein. Oh Gott, meine Freunde. Okay. Wie smooth ist das Kit? Oh Gott, Synergie hat sehr gut innerhalb seines Kits drin rein. Er kriegt einen Double Plus von mir. Wie balanced ist das Kit? Okay, jetzt gibt es welche, die sagen und meh und schmäh und däh. Er kriegt hier von mir ein, ist okay. Oder vielleicht ein Plus, bin ich mir nicht ganz sicher. Visuelle Präsentation, Leute, sind wir ehrlich. Oh Gott, ist er mega sexy. Im Vergleich zum alten ist er jetzt sehr viel geiler. Auch gerade seine ganze Animation. Und auch wenn man die Ulti abschießt und jemand reinzieht und so. Wirklich sehr cool. War das Reload notwendig? Auf jeden Fall. Champion Identity haben wir hier immer noch den alten. Oh Gott, ja. Ich würde ihn ins S-Tier reinpacken. Für S+, ja. Ist das Balancing hier eine Problematik, ja. Und auch über die Smoothness lässt sich streiten, ob ich ihm 1 oder 2 Plus gebe. Ich packe ihn aber in S rein. Aatrox, Leute. Er müsste sein eigenes Tier bekommen. Wie smooth ist das Kit? Es sieht ultra clunky aus, Leute. Es fühlt sich natürlich nicht clunky an zu spielen, aber es kann so unglaublich clunky aussehen. Klar, wenn man dann diese Q-Orte-Kombos macht, ist es fein. Er kriegt ein Meh von mir. Wie balanced ist das Kit? Digga, Leute, Aatrox ist mittlerweile okay. Visuelle Präsentation. Hier kriegt er eigentlich einen Plus von mir. Er würde einen Doppelplus von mir kriegen, aber seine Flügel, die er rauskommen kann, sehen scheiße aus. Ich würde es cooler finden, wenn er seine Flügel immer hätte. So wie wenn er seine Ulti poppt. Und dass sie dann größer und mächtiger werden, wenn er dann in die Ulti reingeht. Deswegen nur ein Plus. War das Rework notwendig? Hier kriegt er einen Doppelplus von mir. Der Aatrox war vor seinem Rework nur ein Stat-Checker-Champion. Er wurde auch nur per Zufall balanced. Ja, oder er war eigentlich sogar broken. Aber Stat-Checker mag ich nicht. Der alte Aatrox hatte ich nur gerechtsklickt und das war's. Champion Identity, 10.000 Minusse. Wir haben hier den alten Aatrox einfach gar nicht mehr. Ja, deswegen, allein schon, das hier ist einer der Hauptgründe, der ihn gated und dass er für mich ins C-Tier reingeht. Ich finde, Aatrox ist ein sehr cooler Champion. Vom Design her und alles und jenes. Aber als Rework hat er einfach gefailed. Skarna! Digga, Leute. Das hier ist das Skarna-Tier. Skarnas Müll. Skarnas Müll. Über den brauche ich gar nicht reden. Wann sehe ich mal einen Skarna? So. Müll. Wolibear, meine Freunde. Wie smooth ist das Kit? Ich finde ihn ein bisschen clunky. Ich finde ihn tatsächlich ein bisschen clunky. Ja. Ich glaube, es liegt an der E. Wie balanced ist das Kit? An sich habe ich kein Problem mit seinem Kit. Ja, die Nummern sind gerade nur sehr hoch. An sich ist es... ich würde ihm vielleicht sogar Doppelplus geben. Ja. Visuelle Präsentation. Astro gut. War das Reload notwendig? Leute, der alte Wolibear war fucking Dogshit, Mann. Doppelplus. Champion Identity. Wir haben ihn hier immer noch. Wolibear geht für mich ins A-Tier rein. Über das hier lässt sich streiten. Ja, aber er sammelt hier generell sehr viele Punkte an. In den anderen Aspekten. Deswegen mache ich das hier so. Karma, Leute. Ey, ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht an die alte Karma. So richtig. Ich meine, wie smooth ist es? Ist es schon sehr smooth? Wie balanced ist es? Ich finde es schon balanced. Visuelle Präsentation ist sehr schön, I guess. War das irgendwie notwendig? Und das weiß ich hier nicht. Und das hier ist dann auch ein Problem. Ich denke mal, sie ist irgendwie immer noch die alte. I think. Ich packe sie zur Sicherheit mal einfach ins B-Tier rein. Weil es okay ist, I guess. Weil ich würde sie nicht auf dasselbe Level wie den anderen Müll hintun. Von daher B, I think. Kayle. Digga, Leute. Kayle ist... Moment mal. Wir brauchen hier eine neue... Nein, warte mal. Moment. Du gehst hoch. Add a row below. Wir machen dich zum Skarna-Tier. Und dann machen wir dich zum D-Tier. Wie smooth ist das Kit? So, du hast jetzt nicht. Du hast ja keine coolen Kombos zum Beispiel. Ja, so wie sie eigentlich jeder andere Champion hier hat. Wie balanced ist das Kit? Es ist Astromüll. Du bist Budget Kassadino nicht mal gut. Wofür soll ich Kayle picken? Wenn der Gegner Kassadino hat, kacke ich mich schon am Level 11 ein. Wenn der Gegner Kayle hat. Ja, ist halt Kayle. Visuelle Präsentation. Ich meine, okay, sie ist cool ab dem Moment, wo sie wirklich Level 11 erreicht. Aber das sieht man dann auch nicht. Das ganze Game über und ihre Spells selbst sehen auch nicht cool aus. Minus. War das Rework notwendig? Ja, schon. Weil sie ein Stat-Checker ist. Champion Identity wurde actually sogar noch weiter versaut. Also, I don't know, Mann. I don't know, was Riot sich hierbei gedacht hat.
So, Leute. Fiddlesticks. Fiddle-diddle. Wie smooth es ist, es ist smooth. Wie balanced ist es? Das hier ist ein Meh bei mir. Ja. Er kann zu oft Vision clearen durch seine Kacke. Seine Ulti ist astro-strong. Selbst wenn er 0-10 ist, habe ich Angst vor ihm. Meh. Visuelle Präsentation. Sehr schön. War das Rework notwendig? Ich kriege hier ein Plus von mir. Und dann hier geht es in die Doppel-Plus-Richtung. Bei Fiddle bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich ihn in S oder in A reinpacke. Tatsächlich, ich tendiere eher auf S im Moment. Ich würde ihn aber lieber im A-Tier drinnen lassen, aufgrund von Balancing-Issues. Weil das ja einfach ein riesen Fragezeichen für mich ist. Es ist entweder ein Meh oder ein Minus für mich. Und allein schon, wenn ich darüber nachdenke, ihm ein Minus zu geben, packe ich ihn eher ins A-Tier rein. Graves, Leute. Ich würde Graves ins Skarner-Tier reinpacken, aber Graves geht für mich ins D-Tier rein. Jetzt bin ich biased. Ihr könnt ihn hier reinpacken, wo ihr wollt. Aber der alte Graves war tausendmal geiler zu spielen. Ich habe, wenn ich ADC gespielt habe, damals habe ich lieb gerne Graves gespielt, weil er wie ein Top-Ender war für mich. Jetzt ist er nicht mehr Graves. Und er hat nicht mal eine Zigarre auf dem Bild. Und Ryze, Leute, geht ebenfalls ins Mülltier rein. Aus dem ganz einfachen Grund. Ryze hat 8 Reworks bekommen. Er ist immer noch fucking Müll, Leute. Er ist Pick-or-Bun. Geht für mich ins Mega-Mülltier rein. Ja, ich würde ihn sogar auch... Ich würde alle drei sogar Action-Skarner-Tier reinpacken, wenn es Skarner nicht geben würde. Aber Skarner ist Skarner-Tier. Aber ja, Leute, das hier war es dann auch mit meiner Tierliste. Ihr könnt wie immer eure Meinung in die Kommentare reinschreiben und dann auch dort eure eigene Liste machen. Wenn ihr wollt, dass ich eine Tierliste für was anderes mache am Tierlisten-Montag, dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare rein. Ich bin dann aber auch erst weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.